Herzlich willkommen bei Hausbiene.de. Mein Name ist Benjamin und hier bist du absolut richtig, wenn es um das Imkern mit der Honigbiene geht. Das hier ist der Handarbeitszwerg meiner Tochter und das heutige Maskottchen, zweite Klasse Waldorfschule. Wir haben Anfang September und die Völker sind weitgehend entmilbt. Bei einigen Völkern hier hat die Ameisensäure aber für mich nicht sichtbar angeschlagen. Also es ist keine einzige Milbe gefallen. Diese Völker muss ich jetzt sehr genau im Auge behalten und wahrscheinlich weiter entmilben. Davon gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt aus. Das werden wir genauer im nächsten September-Video sehen können, wie die Varroa-Situation nun tatsächlich aussieht. Der September ist der berüchtigte Reinfektionsmonat. In milbenarm geglaubten Völkern explodiert der Milbendruck unversehens und niemand weiß, wie das geschehen kann. Also Augen auf im Straßenverkehr. Anhand des Gemülles lese ich einiges ab, beispielsweise wo die Bienen ihren Wintersitz einrichten. Und ich rücke sie nicht in die Mitte hinein, wie das gerne gemacht wird. Vermitteln nennt man das auch. Das halte ich für eine menschliche Anmaßung. Die Bienen wissen am besten, wo für sie der optimale Platz in der Beute zum Überwintern ist. Also Finger weg vom menschlichen Symmetrie- und Ordnungsbedürfnis. Vermitteln kann man im zeitigen Frühjahr immer noch, denn dann macht es schon Sinn, wenn es um das Wachstum der Völker geht. Dazu dann im Frühjahr mehr. Am besten entnimmst du jetzt eine Randwabe, dann hast du im März kein Thema mit gequollenem Rähmchenholz. Sehe ich nun abgeknipste Flügelchen und Bienenteile auf der Windel, spricht das sehr für Wespenbefall. Vielleicht ist das Flugloch dann noch zu weit geöffnet oder und das betroffene Volk ist krank, hat womöglich ein Varroa-Problem. Augen auf, gut beobachten und Flugloch klein halten. Würde ich haufenweise und über die ganze Breite verteilt grob abgeschrotete Wachsdeckel von Futterzellen auf dem Bodenbrett vorfinden, könnte das für Beräuberung sprechen, besonders wenn ein klebriges Flugloch damit einhergeht und reger Bienenflug zur Unzeit stattfindet, also nach Einbruch der Dunkelheit. Glücklicherweise ist das aber momentan nicht der Fall bei mir. Vermutest du bei dir am Stand Räuberei, guck dir dazu unbedingt den entsprechenden Artikel auf meiner Website an. Den Link dazu findest du in der Infobox unter dem Video. Gefällt dir das Video, dann gib ihm gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, damit du bestens auf dem Laufenden bleibst, wie das bei mir am Bienenstand weitergeht. Exemplarisch sozusagen auch für deinen Bienenstand. Du kannst dir hier die Infos rausziehen, die für dich relevant sind. Ansonsten frage gerne in den Kommentaren unten genauer nach. Wenn ich dir deine Frage beantworten kann, mache ich das gerne. Ich wiege meine Völker regelmäßig, einmal pro Woche, um genau zu sein, und kann dadurch erkennen, wo noch Futter fehlt. Zwei Zarger sollen um die 20 Kilogramm Zielgewicht auf die Futterwaage bringen, mindestens bei mir. Allerdings tragen die Bienen auch noch ein, also Pollen kann man von außen bereits als Pollenhöschen erkennen. Und Nektar, naja, jetzt blüht in der Stadt noch allerhand Bienenweide, Goldrute, Efeu, Astern, Schmetterlingsstrauch und erstaunlich viele andere Gewächse. Und dennoch werden die Völker leichter, also verbrauchen sie Futter und auch die Bienenmasse hat bereits abgenommen. Wie ich anhand der Gewichte den Futterbedarf ermitteln kann, habe ich im letzten Video erklärt. Man könnte aber auch selbst drauf kommen, wenn man etwas darüber nachdenkt. Also, das Monitoring geht weiter. Bienenmasse, Futtermenge, sprich Futterbedarf, Varroa-Druck, das sind jetzt die Parameter, die ich im Auge behalte. Es gibt so Faustregeln über wie viele Waben die Bienenmasse in den Boden durchhängen sollte, um ein sicheres Überwintern zu gewährleisten. Das sind so ganz grobe Anhaltspunkte, nichts für die Goldwaage. Von mindestens 5 Waben ist meistens die Rede, aber ich habe auch schon Bienen über 3 sichtbare Waben heil über den Winter
bekommen, weil die Masse sich entgegen der Faustregel vertikal verteilt hat und nicht horizontal. Also die Bienen halten sich nicht immer an das, was man von ihnen erwartet. In einem der kommenden Videos wird es um eine Umweiselung gehen. Eine alte Königin muss raus, eine neue rein, in Kurzfassung. Wie ich das genau bewerkstellige, ist mir noch selbst gar nicht klar. Es gibt diverse Überlegungen dazu und welche letztlich mir die sympathischste ist, das werden wir sehen. Im übelsten Fall performe ich hier eine öffentliche Hinrichtung der abzudankenden Bienenkönigin. Das war es schon für heute von mir. Vergiss nicht, das Video zu teilen, wenn es dir gefallen hat, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren mit dem Glöckchen. Viel Glück beim Imkern, mach's gut, gehabt dich wohl. Ciao, ciao.